guten Tag. Wir beide sind es mal wieder. Der Stefan. Und der Michael. Und wir sind wieder in der Küche im Angelparadies Hochmoor. Stefan, wir haben ja im Augenblick Zeit, das Restaurant ist geschlossen. Ja. Aber du machst außer Hausverkauf, unter anderem auch für die Angler, die auf der Anlage sind. Ja, ich morgens früh nach dem Fischer einsetzen, fahre ich rum und frage, ob die Angler irgendwas zum Mittagessen haben möchten. Dann bereiten wir es denen nach ihren Wünschen zu. Ob eine Currywurst, ein Lachssteakburger, freitags den Backfisch. Genau, den Backfisch, den habe ich nämlich bei dir gegessen und den fand ich super lecker. Mit selbstgemachter Remouladensoße. Ja. Der darf hier praktisch nicht im Gebäude gegessen werden, sondern er muss verzehrt werden, mindestens 50 Meter entfernt vom Restaurant. Und du bringst das dann wirklich rum, praktisch in deinem Wägelchen, in deinem orangefarbenen Auto und fährst hier über die Anlage und bringst es jedem Angler. Mit meinem kleinen Anlagen-Ferrari, ja, genau, bringe ich das den Anglern direkt an den Angelplatz. Den Lachssteakburger, den haben wir ja schon mal gemacht, ne? Da gibt es schon eine Folge drüber. Aber dein Backfisch fand ich einfach so super lecker, dass ich dich eigentlich da bitten würde, den auch mal zu machen für unsere Angler. Mache ich gerne und ihr werdet überrascht sein, wie einfach das geht und wenn ihr es dann nachgemacht habt, wie lecker es ist, weil das ist dann auch richtiger Backfisch. Wir machen das jetzt heute hier mit Seelachsfilet. Ja, den klassischen Backfisch. Fisch. Ja. Theoretisch kann man das aber auch machen, zum Beispiel mit Rotbarsch oder auch mit Forelle. Ja, mit Forelle sehr lecker, kennt keiner und sind dann auch mal überrascht, so, das schmeckt ja. Ja, genau. Also normale Portionsforelle, eine weiße Portionsforelle als Forelle filetiert, ja, und das Filet dann einfach praktisch in den gleichen Teig, den du gleich zubereitest. Ja. Das ist top. Zu dem Seelachs gibt es übrigens ein Video, wie man ihn fängt, auf meinem Kanal Meeresangeln TV. Verlinke ich euch da oben. Ja, Seelachs für Einsteiger, wo ich im Romsdalfjord gewesen bin. Guckt euch das an, das sind schon richtig tolle Fische. Erstens machen wir jetzt den Teig und der ist mal so richtig schwer. Man nehme 350 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, ich muss das leider abfüllen, weil ich habe das nur in Kilopaketen, einen guten Teelöffel Salz und eine ganze Flasche Wasser. So, in der Mitte langsam reinschütten und rühren, rühren. Thank you.
Und fertig ist mein Backteig. Ihr könnt natürlich auch das mit einem Bier machen, dann habt ihr einen Bierteig. Ihr könnt es mit einem Schuss Wein machen, Weinwasser natürlich beigemischt, und ihr habt einen Weinteig. Aber ich finde diesen Backteig am neutralsten, weil ich möchte den Fisch schmecken. Ich möchte das Knusprige drumherum haben und es ist einfach lecker. Ihr werdet es gleich sehen. Jetzt machen wir die Remouladensoße. Dazu nehmen wir ein halbes Bund frische Petersilie, eine kleine Zwiebel, zwei kleine Gewürzgurken, vier hart gekochte Eier und einen vollen Esslöffel Kapern. Und Mayonnaise. Und natürlich eine Kelle Mayo. Als erstes schneiden wir die Petersilie. Das muss jetzt gar nicht so fein sein, weil das macht hier gleich unser Mixer oder unser Pürierstab, je nachdem, was ihr nehmt. So. Und alles da rein. Jetzt kommen die Eier hinzu, schön hart gekocht. Fast ein bisschen voll, aber das klappt noch. Ein wenig Pfeffer und eine Prise Salz. Fertig ist unsere selbstgemachte Remouladensoße. Das war ja nun auch nicht schwer. Nee, weiß Gott nicht. Und wenn ihr die Soße, die Remouladensoße eventuell noch einen Tag vorher macht oder vorher noch einmal kalt stellt, dann wird die auch noch etwas fester. Dadurch, dass wir jetzt Gurken und so püriert haben, ist die etwas flüssig. Also nicht erschrecken. Das ist so. Durch die hart gekochten Eier wird das noch ein bisschen anziehen. So, jetzt machen wir unseren Backfisch fertig. Unser Teig stand jetzt hier ein paar Minuten. Dadurch ist der ein bisschen aufgequollen. Ich schneide ihn halt lieber in so Stücke. Auch wenn einige meinen, so ein Backfisch müsste halt immer so groß sein. Ich finde es halt schöner. Das ist auch das Bratfischgewürzsalz. Das ist hier, kannst du reingucken. Ja, also das hier. Genau. Einmal da durchwenden.
der wirklich von allen Seiten schön bedeckt ist. Und dann lassen wir den so abtropfen. Und der kommt dann in die Pfanne. Und dann geht er in die Pfanne. So wollte er nicht rein. Er schwimmt richtig auf. Ja, so die Knecke schön flüssig. Also gut abtropfen lassen. Gut abtropfen lassen. Deswegen habe ich jetzt hier einen Teller genommen, ein Küchenkrepp drauf. Dann lassen die noch einen Moment da drauf stehen. Weil sie sonst einfach zu hart und zu heiß sind. Die sind dann zu heiß, das Fett kann noch ein bisschen ablaufen. Das Fett hier, das ist ja noch recht viel. Das lasse ich jetzt kalt werden. Dass es noch eben flüssig ist, sieht mir das durch und stellt es mir in den Kühlschrank. Und das ist in 2-3 Wochen immer noch gut. Deckel drauf und wenn ich dann wieder Hunger auf Backfisch habe, dann kann ich das wieder verwenden. Und fertig ist unser Backfisch. Das wäre jetzt praktisch so, wie die Angler das bekommen. Das ist jetzt hier unser Backfisch außer Haus oder unser Backfisch to go für das Wasser. Haben wir jeden Freitag. Und ab damit ans Wasser. Und so sieht das Ganze aus, wenn jemand das hier vor Ort isst. Wenn wir die Zeit überstanden haben und wir können wieder hier... Genau, wenn alle geimpft sind. Wenn wir alle geimpft sind, dann vertragen wir den Fisch auch wieder hier am Tisch. Ne? Ich fühle mich wie zu Hause. Da kriege ich auch mal Essen geliefert. Das sollte eigentlich meine Schachtel sein. Ja, ich nie was geliefert. Ja. Das ist doch wohl ein Problem, wenn man alles selber macht. Doch, gibt Schlimmeres. Das ist aber auch wirklich kross. Holla, die Waldfee. Ja, weil eine Flasche Wasser knusprig werden kann. Ja. Lecker. Also, hol mir weg. Total knusprig. Total lecker. Also auch der Seelachs. Da bin ich gespannt, wenn wir das vielleicht auch demnächst nochmal mit Forelle machen, wie das schmeckt. Ja. Ich mag den Teig. Den Bierteig mag ich auch gerne. Ja. Aber manchmal habe ich den Teig halt lieber gerne so neutral. Weil ich möchte nur das Knusprige haben, möchte den Fisch und die Remo. Mhm. Ich stehe halt total auf so krosse Sachen. Ja. Total gut. Hey, ne? Ja, das kann man essen. Das ist wirklich lecker. Erstmal Mund ein bisschen abwischen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kocht es nach, probiert es aus oder kommt her und lasst euch hier bedienen. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Momentan nur beim Angeln. Könnt ihr gleichzeitig noch ein paar dicke Lachsforellen fangen dazu. Ja. Ist ja auch nicht schlecht.
Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Abo und über ein Like freuen. Und ich wünsche euch jede Menge dicke Fische bis zum nächsten Donnerstag beim Angeln oder bis zum nächsten Montag dann beim Kochen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich lasse es mir jetzt erstmal schmecken. Der ist so kreuz, ich krieg den gar nicht mit einer Hand durch. Ja, total toll. Das ist wirklich klasse. Das schmeckt aber nicht jetzt auch. Doch, doch. Ich habe es ja schon gegessen. Aber jetzt so ganz frisch aus der Pfanne, super. Oberhammer. Und Action! Das ist tot. Hätte das jetzt extra gemacht. Läuft. So. Und fertig ist unser Backfisch. So, als erstes. Okay, so, jetzt läuft. So, als erstes machen wir jetzt den Teig und der ist mal so richtig schwer. Oberhammer. Dann kommen wir gegen den.